Hallo, ich bin Klaus. Raus mit Klaus heißt es heute auf dem Urwaldpfad bei Schonach. Urwald, ja klar, einerseits gibt es da sehr, sehr urigen Wald mit übrigens auch wunderschönen Ausblicken auf die tolle Schwarzwaldlandschaft zwischendurch. Und zum anderen, ja, die Uhr spielt da eine gewisse Rolle. Hier in der Heimat der Schwarzwälder Uhr hat man sich gedacht, man schafft der Uhr einen besonderen Auftritt auch im Wald. Das zeige ich euch später. Jetzt gehen wir aber erstmal los auf dem Urwaldpfad, einem Premiumweg, wie gesagt, bei Schonach. Und ich sage jetzt schon, das lohnt sich. Hier bin ich im Naturschutzgebiet unterwegs. Und das ist gleich zu Beginn ein rauschendes Vergnügen. Hier an der jungen Elz. Und gleich eine Überraschung. Mitten im Wald diese Kugelbahn. Die hat mit ihm zu tun hier, dem Auerhahn. Denn der Auerhahn, dem geht's nicht so gut im Schwarzwald. Er ist sehr viel seltener geworden, als er schon mal war. Und um zu zeigen, wie gefährdet er ist und wer ihm alles gefährlich werden kann, Füchse zum Beispiel, lässt man auf der Bahn einen Ball runterlaufen. Und dann? Dann kommt der Wiederauerhahn manchmal an einem Fuchs vorbei und Füchse mögen Auerhähne sehr gerne. Es geht weiter über Wiesen, schattige Waldwege, unterwegs tolle Aussichten. Hier ins Heiliggeistloch und später ins obere Elztal. Fast ganz oben bei dieser Tour die Schwedenschanze und das dazu passende Gasthaus. Warum heißt das Schwedenschanze hier oben? Naja, im ganzen Schwarzwald wurden früher Schanzen gebaut, um Feinden keine Chance zu geben, das Land zu erobern. Und Reste einer solchen Schanze finden sich da auch im Wald, als längst bewachsene Erdwelle. Ob es hier wirklich die Schweden waren, nicht so ganz sicher, aber die Franzosen waren immer eine Gefahr. Lange her, heute sind die Franzosen natürlich gern gesehene Gäste im Schwarzwald und ich sage Bonjour. Er auch auf seine Art. Erfrischungen gibt's im Gasthaus oder auch hier. Der Schänzlehof, der Ochsenhof, stattliche Schwarzwaldhöfe am Wegesrand. Und dann, 1 Kilometer vor dem Ziel, ruhig mal sich die Zeit nehmen für einen kleinen Abstecher in den Kunstgarten. Outdoor-Kunst, schwarzwaldtypisch, aber nicht nur. Gleich daneben die Drosselbar. Vermutlich für Schnapsdrosseln. Ja, immerhin, das ist ja ein Genießerpfad. Und dann das. Uhren mitten im Wald. Garniert mit allerlei Sprüchen. Die Gegend hier ist die Wiege der Schwarzwälder Uhr. Auf dem letzten Stück wird's dann noch mal hochromantisch. Es ist grün, es ist wild, es ist auch felsig. Sogar einen kleinen Wasserfall bringt die Elz zustande. Und damit ist dann das Ziel erreicht.